Ich habe eine Menge Commander-Decks. Wirklich, wirklich eine Menge Commander-Decks. Diese wunderschönen 4 Commander-Decks wurden mir zur Verfügung gestellt von einem meiner Patreon, Fabian. Vielen Dank an dich. Wir haben schon geschrieben. Ursprünglich war geplant, euch diese ganzen Commander-Decks innerhalb von einer Woche zu zeigen, jedes einzelne aufzureißen und meine Meinung dazu zu machen und euch ein bisschen was zu sagen. Die Meinungen dazu habe ich euch da oben mal verlinkt. Die haben wir nämlich bei Radio Ravnica, unserem Podcast, zusammen mit Gamery, schon gesagt und erzählt. Ich muss euch nicht doppelt erzählen. Und dann habe ich mir gedacht, boah, 4 Commander-Decks eine ganze Woche. Ich habe so viele andere Bloomburrow-Sachen. Ich kann das nicht machen. Es geht nicht. Es ist zu viel Videos. Deswegen machen wir jetzt nur das beliebte und teure und coole Deck auf. Für die Klicks. Nein. Tatsächlich, weil ich finde, das ist das einzigst Erwähnenswerte aus der Reihe. Es hat nichts damit zu tun, dass die anderen schlecht sind. Bis auf das Hasendeck. Es hat nichts damit zu tun, dass die anderen nicht flavorful sind. Sie sind alle flavorful, sie sind alle wunderschön. Aber das hier sind halt Eichhörnchen. Eichhörnchen sind sehr, 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 sehr beliebt. Und Eichhörnchen können da auch sehr viel coolen Stuff machen. Denn in diesem Ding sind sie ein bisschen Necromancer-Style unterwegs. Man kann hier schon sehen, Hazel ist sogar als Full-Art-Karte mit drin, also als Full-Art-Commander. Und these decks is nuts. Okay, ein Dad-Joke-Nüsse mit Eichhörnchen. Danke, Wizards. Manchmal fühle ich mich jung dank euch. So, wir gucken uns mal an, was die Karten so können, was diese Commander-Decks so können. So, wir haben, was haben wir hier? Ah, da ist diese Papp. Oh ja, stimmt. Hier sind ja Collector-Samples drin. Die machen wir gleich auch noch auf. Dann haben wir hier ein Papp-Commander-Box dafür, in dem man das reintun kann, wenn man unbedingt möchte. Dieser schwarze Umschlag kommt beiseite. Dann haben wir hier die Möglichkeit, das aufzumachen und hier rauszuholen. Eine Erklärung, eine Anleitung. Die gucken wir uns auch mal ganz kurz an. Düpp, 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 düpp. Oh, sehr cool. Hazel, na, ich will es nicht kaputt machen. Hazel of the Rootbone. Playing the deck, Commander Rules. Und einmal Hazel of the Rootbone als Charakter erklärt. Sehr cool. Er sieht sehr, sehr cool aus. Oder sie sieht sehr cool aus. Ich bin mir nicht sicher, was von beiden es ist. Ich bin bei Tieren generell schon sehr unsicher, was für Geschlechter sie haben. Passiert mir auch regelmäßig bei Hunden. So, zuallererst für die Leute, die nur dafür hergekommen sind. Wir machen das hier auf. Es ist unabgesprochen mit dem lieben Fabian. Ich hoffe, das ist okay. Ich mach die nämlich immer auf. Ich mag die. Wir haben bestimmt was Cooles drin. Und zwar haben wir drin There are more what this came for. Und wir haben ein Shortbow. Das ist ganz cool als Hasen. Und Infamous Cruel Claw. Der Weasel Mercenary, der sehr cool gespielt werden kann, auch in anderen Formaten. In diesem schönen Artwork und Foil. Sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Tun wir wieder zusammen. Legen wir ihm dabei. Dann gucken wir uns das Deck an. Das Deck besteht aus 99 Karten plus Commander. Dementsprechend werde ich jetzt nicht jede Karte einzeln durchsprechen. Ich werde nicht drüber sprechen, welche Karte da drin ist. Das ist eine Decklist-Vorstellung. Das kann jeder sich suchen. Ich bin mal wieder zu dumm, das hier aufzumachen, wie ich das immer bin. Ich hab's. Uiuiuiui, ich habe nur eine halbe Stunde gebraucht. Wir gucken uns einmal diese ganzen Karten an. Die Token sind diesmal da zusammen. Das heißt, wir haben hier einen lustigen Wolf, einen Raccoon, den wir machen können, einen Wolf, ein Blut, ein Shapeshifter. Okay, 2-2 Changeling. Ein Clue, ein Food, ein Treasure, Squirrel, Eldrazi, 10-10, Pest-Token, Spider, Human Soldier, Rats und eine Goat. Die hatten Schuhe im Mund. Geil. Das sind auf jeden Fall diese wunderschönen Commander-Decks. Wir haben Hazel. Hazel ist eine 4-Mana-3-5-Kreatur, die sagt, tappen, wir können zwei Leben bezahlen, können x ungetappte Token tappen, um x Mana zu halten. Und zwar eine liebige Kombination. Zu Beginn des Endsteps kriegen wir einen Token, der eine Kopie von einem Token ist, das wir kontrollieren.
wenn die Token ein Squirrel ist, dann machen wir das doppelt so oft. Sehr, sehr cool. Und wie ihr schon seht, ist der jetzt in Full Art hier drin. Früher waren die in so einem, oh, Spoiler. Früher waren die in so einem Hartplastik noch dabei. Das haben sie aufgehört. Gott sei Dank. Oder wem auch immer. Das ist Hazel. Da haben wir The Odd Archon Gang. Ist eine 5-Mana, 5-5 Menace. Also kann nur von zweiter Mehrkreatur geblockt werden. Trample macht über Verteidigungen weg Schaden. Und Reach, das heißt, sie können fliegende Kreaturen blocken. Und Squirrels kriegen plus 2, also tappen. Squirrels kriegen +2/+2 bis zum Ende des Zuges. Kann man nur eine Sorcery machen. Das hat jeder Squirrel. Also tappen einen Squirrel bekommt. Und immer wenn ein oder mehr Squirrel mit einer Schaden zufügt, ziehen wir eine Karte. Und was wir dann auch noch hier drin haben, ist ein Garruk Cursed Huntsman. In einem Eichhörnchen-Artwork. Wiesel-Artwork. Ich glaube, es ist ein Wiesel. Es ist nicht mal ein Eichhörnchen, oder? Es könnte auch ein Eichhörnchen sein, aber ich glaube, es ist ein Wiesel. 6 Mana, 5 Marken, für 0 kriegen wir einen grünen, schwarzen Wolf. -3 stören wir eine Kreatur und ziehen eine Karte. Und -6 kriegen wir ein Emblem. Alle Kreaturen haben +3/+3 und Trampel. Und immer wenn der Wolf stirbt, dann kriegt er einen Loyalty-Counter. Okay, nice. Finde ich cool, dass die hier reingemacht haben. Was mich halt verwirrt, ist immer noch hier unten dieses Image-Critters. Denn dieses Image-Critters steht halt auf den Karten drauf, die irgendwie von der Liste sind und dann doch nicht von der Liste sind, weil sie Special Guests sind, dann doch nicht Special Guests sind, und ich verstehe es nicht. Ich bin nicht intelligent genug, das zu lösen. So, dann haben wir ein paar coole Sachen. Wir haben die Human Witch, die macht mit Ratten, ist ganz cool. Dann haben wir, oh, dieser Red Berserker sieht so gut aus mit Food Token. Denn was wir hier haben, ist, wir haben kein reines Eichhörnchen-Deck. Dieses Deck besteht, ich glaube, mit irgendwie 16 Karten mit Eichhörnchen oder so, von 99. Denn dieses Deck dreht sich um Tokens. Das heißt, wir haben hier Red Tokens, Food Token, Blood Token, Squirrel. Ja, wenn ich mal ein Squirrel. Und das zeigt euch halt schon, hey, dieses Food Deck ist ein Token Deck. Hier geht 01 Ziege mit Scry. Dieses ist so wichtig. Und das ist tatsächlich ein saugeiles Artwork. Sornhaft, eine Schlange, die in zwei gehauen wird. Von einem Eichhörnchen mit einem Beil. Oh, das Beil ist auch so geil. Ja, Beil ist so geil. Sehr gute Karte tatsächlich. Sehr lustige Karte. Wenn man damit Copies macht, sehr nett. Und ihr seht schon, hier geht es mit Decree of Pain und so weiter, hier geht es nicht um Eichhörnchen. Und das fand ich ein bisschen weird am Anfang, denn dieses Ding heißt Squirreled Away. Also Eichhörnchen irgendwas. Und es sind halt nicht so viele Eichhörnchen drin. Es ist ein Boar, ein Schwein, der irgendwas macht. Es ist eine Spider, die 1-2 Spiders produziert, weil es geht um Token. Ja, es hat auch ein bisschen was mit Squirrels zu tun, weil Squirrels auch Token machen und so weiter. Und Toski zum Beispiel mit drin ist für ein bisschen Kampfschaden, Karten ziehen und so weiter. Beastmaster's Ascension übrigens ein sehr geiles Artwork. Das ist ein neues Artwork, was sehr, sehr, sehr hübsch ist. Sehr coole Karte, by the way, für alle Oldschool-Commander-Spieler da draußen. Also nicht Oldschool Commander, sondern die Leute, die früher mal Commander gespielt haben, als die Karte noch gut war. Ja, so oder so, es sind halt sehr, oh, ist das Artwork schön vom Second Harvest. Sie haben so viele coole neue Artworks reingebracht. Und Shadowfang ist drin, krass. Das habe ich ganz vergessen. Und das ist halt was, was ganz viele Leute sich tatsächlich aufregen. Denn ganz viele Leute sagen, war der nicht auch mal teuer? Krass. Und da muss man halt wissen, was man einfach zieht und was man bekommt. Denn was ihr hier bekommt, ist ein Token-Deck. Ihr habt Gilded Goose, Shatterspitter ist tatsächlich was für Squirrels. Aber, der Witherbloom. Der war auch mal teurer, aber kostet jetzt wahrscheinlich auch nur noch irgendwie 10 Euro oder so. Aber immer noch cool. Macht das Deck ein bisschen, der kostet auch mal was. Naja, so oder so, es geht hier mehr um Tokens, mehr um Token-Maschinerie und ganz viele verschiedene Tokens zu haben und coole Tokens zu haben und so weiter und so fort. Statt eben, wie man das vermuten möchte, nach Squirrels. Dementsprechend wisset, was ihr hier kauft. Hey, Wiremite. Squirrel Nest. Wenn ihr nämlich diese Karten kauft, dann werdet ihr... sehr cool mit der Fledermaus. Na, warum ist denn mein Autofokus so langsam? Da, sehr cool. Wie hübsch. Eine Skullclamp ist auch hier drin, die kostet auch ein bisschen Geld. Ja, es ist ein gutes Deck. Es ist ein gutes Deck. Die Landbase lässt ein bisschen zu wünschen übrig, gerade hier mit den sowas wie das hier oder das hier oder das hier. Aber es ist ein cooles Deck.
Man muss halt wissen, worauf man sich einlässt. Weil das, glaube ich, haben ganz viele Leute eben nicht am Schirm. Das hier ist kein Squirrel-Deck. Das ist ein Token-Deck, das von Squirrel supported wird. Ihr habt Food-Tokens, Menschen-Tokens, Spider-Tokens, ihr habt alles Mögliche. Dementsprechend wisset, was ihr kauft. Und ansonsten finde ich das Deck eigentlich ganz cool. Das Problem ist, dass dieses Deck mittlerweile in den vielen verschiedenen Händler-Sachen irgendwie auf einmal 70 Euro kosten soll. Und 70 Euro ist das Deck halt nicht wert. Alle anderen Commander-Decks gehen gerade runter. Gerade das Hasen-Commander-Deck, das ist wirklich mies. Das würde ich auch nicht kaufen an eurer Stelle. Aber die anderen beiden sind halt auch so bei 30, 40 Euro. Das hier kostet 70. Es wurde halt überall weggekauft, weil halt Squirrels draufstehen. Da, Squirrels. Auch wenn es keine Squirrels sind. Also es hat eine Menge Squirrels drin. Es hat die coolsten Squirrels drin. Es ist ein Toski drin als Commander und so weiter und so fort. Es sind coole Karten drin. Aber es ist eben kein Eichhörnchen-Deck. Es ist ein Necromancer-Token-Eichhörnchen-Deck. Dementsprechend cooles Deck. Leider ein bisschen fehlgeleitet von einem Advertisement, meiner Meinung nach. Es erinnert mich so ein bisschen an dieses Eldrazi-Deck, an dieses, ich weiß nicht, welches Master-Set es war, dieses farblose Eldrazi-Deck, Commander-Masters war es, glaube ich, wo auch irgendwie nur die Hälfte an Eldrazis drin waren, in farblosen, der anderen Hälfte war irgendein Quatsch-Support. Das Deck kostet halt auch mittlerweile richtig Asche, weil Eldrazi draufsteht, aber so viel Eldrazi ist da gar nicht drin. Und genau dasselbe habe ich hier auch. Ich sehe hier auch gar nicht so viel Squirrel drin. Man kann sehr viel coolere Squirrel-Decks bauen, aber für Tokens, so ein bisschen was dieses Sammeln der verschiedenen Tokens angeht und ein bisschen Harvesten und ein bisschen coolen Stuff damit machen, dafür ist es ein cooles Deck. Nicht für 70 Euro, wenn ihr es günstiger findet, kauft es günstiger. Und ansonsten, ja, hoffe ich, konnte ich euch ein bisschen was zu dem Deck sagen, ein bisschen meine Meinung dazu sagen, konnte euch die Karten zeigen, die coolsten Karten nochmal zeigen. Und eine komplette Deckliste findet ihr online. Dementsprechend gehe ich halt nicht auf jede Karte ein und sag so, Shadowstorm ist eine coole Karte. Oder den Squirrel bekommt ihr jetzt bei eurem Local Game Store, wenn ihr zum Open House geht, bekommt ihr den in Old Border, in Foil als Promo, wenn ihr das Deck ein bisschen upgraden wollt. Sullivan Cutthroat, Deadly Dispute, beides mal teure Karten gewesen. Und so weiter und so fort. Ich kann jetzt zu jeder Karte so ein bisschen was sagen, weil es gute Karten drin sind. Aber am Ende des Tages muss ich das nicht. Am Ende des Tages muss ich nur aufpassen, dass ich die Karten hier nicht zerstöre. Vielen Dank, dass ich es aufmachen durfte. An dich, lieber Fabian. Vielen Dank an alle meine Patrons. Ihr unterstützt mich immens. Ab 3 Euro könnt ihr mich im Monat unterstützen. So wie diese coolen Leute, die das hier machen. Super, super lieb von euch. Super, super, super nett. Ihr unterstützt mich immens. Mit euch, mit eurer Hilfe kann ich so viel erreichen. Das ist Wahnsinn. Vielen, vielen, vielen Dank an euch alle. Danke an alle, die mich unterstützen. Und ja, wenn ihr das nicht wollt oder nicht könnt, also mich monetär unterstützen, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen, abonnieren, andere Videos von mir anschauen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksheet. Ciao, ciao.